Herzlich willkommen zur Heise-Show von der IFA 2015 Halle 17 live vom Heise-Stand. Mein Name ist Philipp Banse. Jeden Tag kehren wir hier ein bisschen zusammen, was auf der IFA passiert. Unser Schwerpunkt heute ist Fernsehen. Fernsehen, Geräte, Dienste, Übertragungswege und wie immer mit am Start zwei Gäste aus der Heise-Redaktion. Da ist zum einen Ulrike Kuhlmann. Ganz herzlich willkommen, das bist du. Ja, vor allen Dingen TV-Geräte-Expertin, oder? Machst du auch noch so schon, ne? Wir machen ja alles, aber ja. Aber das ist so ein bisschen so dein Beritt, ne? Und Volker Zoter, du bist heute zufällig hier. Zufällig für die Dienste und Übertragungswege, genau. So ein bisschen. Wir haben uns da mal eine ganze Sendung für Zeit genommen, weil es ja doch ein großes Thema ist und ja auch hier ein bisschen auf der IFA natürlich eine Rolle spielt. Fragen, Anmerkungen, Beschwerden. Beschimpfungen wie immer unter Heise-Show, Hashtag auf Twitter und Facebook. Gucken wir ein bisschen rein und nehmen dazu Stellung. Aber fangen wir doch mal an mit den Geräten. Das IFA war ja früher immer so eine riesen Fernsehmesse eigentlich. Ist es das immer noch? Ja und nein. Also man sieht natürlich überall Fernsehgeräte. Ziemlich große auch und ganz toll und so. Aber es gibt inzwischen auch viele andere Sachen. Also die Fernseher dominieren das nicht mehr so wie früher. Also ich würde gerne mal von dir so ein Gefühl kriegen zum Stand des Marktes aktuell, so aus Konsumentensicht und wo das so hingeht. Und da gibt es ja so verschiedene Disziplinen, in denen Fernsehgeräte so spielen. Das eine, fangen wir mal an mit den Bildschirmen. Was ist da so gerade Stand der Technik? Wie nah sind wir so an OLED dran? Plasma ist, denke ich, raus. Alles ist. Gib mal so einen Überblick, was kriegen wir so an Bildschirmen gerade jetzt präsentiert? Was ist so das Aktuelle, was jetzt nicht der absolute heiße Scheiß ist, sondern einfach, was man jetzt kaufen kann, 4K-Displays, empfehlen wir erst ab etwa 55 Zoll, weil wenn die Bildschirme kleiner sind, dann lohnt sich das nicht. Preise sind enorm gefallen, kann man sagen. Und anders als im letzten oder gar vorletzten Jahr versprechen die Hersteller zumindest, dass die Geräte jetzt auch das machen, was sie tun sollten nämlich zum Beispiel 4K-Videos empfangen können, also streamen. Es wird ja nichts irgendwie nicht wirklich was über Satellit oder Kabel übertragen, sondern es wird übers Internet gestreamt. Wer sich jetzt vor 2 Jahren schon 4K-Fernseher gekauft hat, der kann das leider nicht empfangen. Weil wegen der Codec fehlt, genau, und die jetzt auf den Markt kommen zu Weihnachten, die werden das, aber so hat man uns versichert, alle können. Und ich gehe davon aus, weil wir sehr offensiv nachgefragt haben, dass es auch stimmt. Und das heißt aber, man sollte nicht jetzt einen 4K-Fernseher kaufen, sondern tatsächlich erst zu Weihnachten, wenn es dann... Ich würde jetzt keinen 2 Jahre alten kaufen. Ja, okay. Also es gibt ja Geräte, die hier auf der IFA gezeigt werden, die sozusagen ab heute in den Läden sind. Und worauf sollte man da achten? HEVC. HEVC, genau. Als Codec müssen sie können. Ja, genau. Das ist ganz wichtig. Also können das denn die jetzt auf den Markt kommen, können die das? Die jetzt auf den Markt kommen, die können das. Genau. Also die 4K-Fernseher, die Full-HD-Fernseher nicht. Da wäre es auch interessant, ob dann über diese Streaming-Dienste, ob die dann auch mit HDCP 2.2 und HEVC arbeiten, weiß ich nicht genau. Okay. Und das heißt, wenn man jetzt noch unter 55 Zoll kauft, würde man einen Full-HD-Fernseher kaufen. Was kosten die? Was sind da so? Was muss man da so anlegen? Full-HD-Fernseher, ja, 1.000 Euro oder so. Ja, kommt ein bisschen auf die Größe an natürlich. So, ne? Also 4K-Fernseher lohnt sich in kleiner, so vielleicht für Fotografen. Ne? Ja. Wenn die jetzt ihre Bilder angucken, dann kann das ganz sinnvoll sein. Oder wer jetzt echt so ein Video-Fetischist, der da so ganz nah ran und will alles sehen und so. Der kann das auch, aber ich meine, also fürs Fernsehen gucken ja sowieso nicht und nicht wirklich. Okay. Gibt es denn hier auf der IFA irgendwas bemerkenswert Neues, was du gesehen hast? Also, was für mich überraschend war, Panasonic macht OLED. Ja. OLED-Fernseher, das hat ja bis jetzt nur LG gemacht. Samsung hat sich ja zurückgezogen. Und der sieht auch ziemlich schick aus, hat Alcantara-Rückseite. Das ist ja so ein Kunstleder. Ja, ich weiß nicht genau, warum. Ja. Damit man ihn mit in den Raum stellen kann, oder was? Von hinten, ja. Ja. Steht auch extra so ein Ding, wo man immer fühlen kann. Da sieht man schon auf diesem Pad, wo man fühlen kann, da sieht man schon, wie der Fernseher in einem Jahr aussieht. Also so. Jedenfalls nach LG jetzt also der zweite größere Hersteller, der sagt, wir verkaufen OLEDs hier. OLED schön, weil tiefes Schwarz, genau. Nicht blickwinkelabhängig. Ganz genau, das sind die zwei wesentlichen Sachen. Also ne, super schwarz, damit hohe Kontraste, weil der Kontrast wird ja im Wesentlichen durchs Schwarz bestimmt. Und die Blickwinkel ist interessant, finde ich, für ein großes Wohnzimmer.
Und wenn man mit mehreren Leuten guckt. Und werden die Dinger auch dünner? Können man ja, die, auch die OLEDs sind super dünn. Super dünn. Wie als wir die, ich im Test jetzt, also ich habe gerade zwei OLEDs getestet und beim Auspacken, da gingen die Leute, die bei uns zum Rauchen gehen, die gehen am Labor vorbei und echt ein paar so, ich kann den auch testen zu Hause und so. Also die waren echt alle toll. Weil sieht auch so super cool aus, weil die sind natürlich curved. Na, oh je. Aber der, und, davon aber kommen sie nicht weg, dünn. Das ist immer noch so das Ding oder was? Nee, interessanterweise sagen jetzt die Hersteller von Curve, das ist ja so Samsung, alle großen. Ja. Samsung hat damit angefangen. Also wir können jetzt auch gerade wieder. Ne? Ach so. Also wir, es gerade ist das neue Feature. Plan gerade, ist das neue. Gerade ist das neue Curve. Aber genau. Ohne Aufpreis. Ist das neue Curve, sehr schön. Ja, genau. Ohne Plan ohne Aufpreis. Plan ohne Aufpreis. Genau. Das ist ja schön. Und was kosten diese OLED-Dinger? Also, Im Augenblick jetzt, Stand jetzt, kriegt man einen Full HD für unter 2000 in 55 Zoll. LG hat aber gesagt, dass die Preise ganz stark runtergehen werden, zum Beispiel diese Full HD deutlich unter 1500 zum Weihnachtsgeschäft. Mal gucken, ob das stimmt. Aber das wäre dann ja schon ein attraktives Ding, oder? Wird's interessant, ja. Auf jeden Fall. Weil OLED würdest du auch sagen, was an Bildschirm angeht, das ist schon das, was man haben will, wenn man es sich leisten kann. Ja, das ist so ein bisschen, ich würde sagen, für mich ja. Ich würde, wenn ich das Geld hätte und wenn ich jetzt irgendwie 55 Zoll haben wollte, dann würde ich mir auch ein OLED kaufen. Die gibt es interessanterweise erst ab 55 Zoll. Weil die so teuer sind und 40 Zoll ist der Markt ganz eng und da müssten sie dann mit 500 Euro und das könntest du vergessen. Was ist denn mit der Software-Seite? Also das ist, finde ich, ja immer so ein Ärgernis. Ne, du hast es auch im Vorgespräch gesagt. Wie kann es sein, dass Umschalten von ersten aufs zweite Programm zwei, drei Sekunden dauert. 2015, bei einem 2.500, 3.000 Euro Fernseher. Ja, 2015 sagst du, 2005 war das schneller. Das ist jetzt erst ja langsamer das geworden. Das liegt aber auch ein bisschen an den Übertragungsgeschichten natürlich. Ja. Ne? Also ich meine, es wird nicht schneller dadurch, dass ich höhere Auflösungen habe und neue Codecs verwende. Da hat man eigentlich das Problem, dass man nicht ganz so schnell reingrätschen kann, ohne kaputte Bilder zu haben. Das macht es halt nicht leichter unbedingt. Aber das also, das, da muss man. Sind das 3 Sekunden? Nee, 3 Sekunden, glaube ich, müssen es nicht sein. Da liegt es dann wahrscheinlich, dann läuft hier wieder die Bildüberarbeitungs-Engine los und ganz zieht genau am Bild, macht schön, macht hell, macht koloriert nach oder so und dann dauert es halt einfach. Mhm. Aber also es wird halt nicht unbedingt durch die neuen Techniken nicht unbedingt wahnsinnig das schneller. Analog geht es schneller. Also wenn wir auf so kleineren Fernsehern machen, machen wir aus Spaß analog dran. Oh Gott. Und da schaltest du so in einer Sekunde, unter einer Sekunde um. Ne? Ja, da gibt es eigentlich instantan. Ne? So schnell wie ich drücke, so schnell wechselt der auch bei analog. So. Aber wo gibt es das noch? Im Kabel? Nein, das kannst du vergessen. Okay, das ist das eine. Und dann gibt es ja das andere, was ja immer zu sehen ist, sind die Dienste, die da noch mit drauf sind. Mhm. So diese smarten Dinger. Ich weiß nicht, benutzt das jemand? Gibt es da irgendwas, was man haben will? Streaming auf jeden Fall. Die Video-on-Demand-Dienste. Also das dann so Netflix, Amazon, Whatever, diese ganzen Maxdome und so davor installiert sind. Ich habe zu Hause 2 Fernseher jetzt. Der eine ist noch nicht smart, das ist der alte. Da habe ich so eine Box dran und an dem neuen, der ist halt smart, da kann ich es direkt. Und sind die denn auch gleichwertig, die Apps? Also im Vergleich zu, du hast die App auf deinem Smartphone und Tablet und bespielst damit deinen Fernseher oder die App Netflix ist im Fernseher drin und du bedienst sie mit der Fernbedienung auf dem Fernseher? Ja, die sind natürlich angepasst an die große Bildschirmdiagonale, sodass du sie einigermaßen bedienen kannst. Und die sind auch so snappy und schnell, dass es irgendwie... So schnell wie smarte Fernseher sind. Also okay, nicht so schnell. Okay. Nee, nicht so schnell. Aber schneller als vorher. Aber so dieses dumme... Schneller als vorher immerhin. Ja. Ja. Also die waren ja ultra langsam, die Dinger. Ja, das also stimmt. Das hat sich schon gebessert, aber man hat trotzdem das Gefühl, warum bauen die nicht einfach noch die Technik von so einem Billig-Smartphone ein, dann wären sie schneller als mit ihrem ganzen selbstgebauten Geraffel. Ja. Und es gibt ja einige Philips, die jetzt Android TV einbauen. Ist das besser? Also was daran gut ist, dass sobald du auf Google-Dienste gehst in irgendeiner Form, dann sind die ganz flink. Und du kannst Google-Dienste kannst du mit Sprache durchsuchen und so. Das funktioniert super, aber wenn du da aus diesem Google-Imperium rausgehst, dann ist es halt Philips. Ja, das ist ja, warum das ist das so zäh? Also ich meine, warum ist das ist doch ein Riesending. Die verbrauchen was? 400 Watt oder so? Nein, lange nicht mehr. Okay, also 55 Zoll, 100 Watt. 100 Watt, okay. Aber es ist jedenfalls kein Energie- oder Mangel oder Lüftungsmangel. Die haben jede Menge Platz, um da Prozessoren einzubauen. Müssen jetzt auch nicht so wahnsinnig viel machen. Ja, gut, 4K dann darzustellen, klar, ist dann auch nicht so ganz trivial. Aber mehr müssen sie dann auch nicht machen. Warum ist das so langsam? Tja, weiß ich auch nicht. Vielleicht wollen die Hersteller zu viel. Die wollen ja möglichst viele Funktionen da reinbringen und das kriegen sie irgendwie nicht zum Laufen. Mir hat mal ein Hersteller gesagt,
Ich habe gesagt, das kann doch nicht sein, dass es so langsam ist. Und dann haben die gesagt, ja, das liegt nicht an den Anwendungen, sondern an unserer Programmierung. Ja, wahrscheinlich. Das ist ja beruhigend. So, und dann, ja, und dann hat er mit dem nächsten Firmware-Update, nein, nicht dann, aber ich fand das, das hat er ja jetzt, ich sage auch nicht, wer das war. Also, das war einfach offen zu sagen, nein, das sind nicht die Anwendungen, das ist unsere schlechte Programmierung. Und in dem nächsten Schritt machen wir die besser, dann gibt es ein Firmware-Update, dann wird es wieder schneller. Genau, weil ich glaube, auch jeder, der einen Fernseher hat, ein Firmware-Update installiert. Ja, das muss man heute. Also ich meine, das ist PC-Technik im Fernseher. Das ist so, tatsächlich. Aber die Firmware-Updates werden auch automatisch eingespielt. Ja. Nicht so früh, als wenn man sie selber runterholt, aber du kriegst sie. Irgendwann sagt dann der Fernseher, du schaltest ein, weil der, keine Ahnung, sag mal, der Tatort fängt an. Und dann sagt dein Fernseher, ja, ich muss mal gerade ein Firmware-Update runterladen. Dauert einen Moment. Kannst du jetzt schießen. Und Moment heißt dann? Na, die sind ja nicht klein, ne, die Updates. Das sind das wahrscheinlich 150 an, Megabyte kann, oder größer. Kann schon mal 5 Minuten dauern. Ja, ja, ja. Ja, super. Und sag mal, 3D ist tot? 3D ist tot, ja, ja. Würde ich sagen. Also, wird nicht tot. Es gibt ja noch Leute, die das nutzen. Mhm. Und in einigen oder in vielen Fernsehern ist es auch noch drin. Aber es wird gar nicht mehr drüber gesprochen. Also auch wenn man so Fernseher kauft, da liegt dann gerade bei den mit den passiven Brillen, da liegen dann noch ein paar Brillen bei, die kosten ja nichts. Ja. Es gibt aber überhaupt kein Material, also keine Inhalte. Es werden überhaupt keine neuen Inhalte gemacht. So mit Avatar, da hat man ja gedacht, jetzt geht's krachen und so, aber... Okay. Gibt's denn dieses, was ich mir ja immer so wünsche, ist ein großes, schönes Display, was nichts weiter kann, als von externen super Bildinformationen entgegennehmen über Chromecast oder AirPlay oder whatever und einfach nur ein geiles Bild anzuzeigen für 1000 Euro. Gibt's nicht. Will keiner, weil... Doch. Wollen viele. Wollen wahrscheinlich viele, aber kriegt man nicht. Kriegt man nicht. Also die Fernsehhersteller haben kein Interesse daran und die bauen aber solche Displays auch. Das sind sogenannte 24-7, also 24 Stunden am Tag, 7 Stunden Tage die Woche. Für Digital Signage, für, ne? Ja, genau, Digital Signage. Also Werbedisplays. Oder ein Kontroll Digital Signage, also wo der ganze Tag Werbung läuft. Also hier auf der Messe irgendwie rund Oder halt im Laden, wo das immer rund um die Uhr laufen soll, wo du halt keinen Empfänger brauchst. Die können dann nichts. Das ne? ist doch die Disruption-Möglichkeit überhaupt. Also wenn jemand reinkommt, in den Markt und sagt, hier, ich will hier nicht Fernseher verkaufen, ich will einfach nur Bildschirme verkaufen. Ja, aber das die gibt es doch wahrscheinlich, die kann man sich wahrscheinlich einkaufen, oder? Ja, ja. Ja, aber die sind meistens aber ziemlich teuer, ne? Die sind dann auch so Vandalismus geschützt und irgendwelche Dinge. Nee, ich meine, als Hersteller. Achso, als Hersteller wenn selber, ja. Wenn du als Externer reinkommst und sagst, pass auf, mich interessiert hier nicht die Marge von Samsung und Panasonic, ich will einfach diesen Markt bedienen, eine kleine Marge verdienen, aber ich will diesen in dieses Segment rein. Ich glaube, dass die eben, dass das gar nicht so viele sind, so wir sagen, wäre doch gar nicht schlecht, aber das Gros der Leute will das nicht. Und dann sind die Displays auch gar nicht mehr so billig, wenn du nicht diese Massen abnimmst. Ah, okay. Ja. Okay. Und dann musst du natürlich trotzdem gucken, das ist nur ein doofes Display, das muss jetzt auch schön angesteuert werden. Das kostet dann wieder. Und dann bist du am Ende doch wieder bei dem Preis. Ja. Okay, kommen wir mal zu den... Achso, also das heißt, um das so ein bisschen zusammenzufassen, klar, Preise sinken. Du Preise sinken, also 4K-Fernseher sind viel billiger geworden. OLEDs sollen noch billiger werden, sind immer noch sehr teuer. Was muss ich für einen 50-Zoll 4K-Fernseher anlegen zu Weihnachten? Was denkst du, wenn der was taugt? 1500. Also das haben wir vor 2 Jahren für ein Full HD gesagt, ja. Ja. Also... Dann wobei kriegen 55, tust du jetzt schon welche für 700, ne? Ja. Aber denen fehlt dann 3D. Gut, das ist nicht so schlimm vielleicht. Nee. Und vielleicht auch andere Sachen. Er hat gesagt, einen ordentlichen. Ja, okay. Ja gut, da sind die Ansprüche natürlich verschieden. Ja, der kann alles. Der kann, okay. Aber was heißt denn das? Und der macht ein ordentliches Bild. Ja, aber ich will der ja nur ein ordentliches Bild. Ja, aber das ist zum Beispiel nicht so ein langsames Panel, das ist ein bisschen schneller, sodass du bei Bewegungen keine Unschärfen hast und so. Das, also solche Sachen, das kostet. Okay. Oder die Farben, du stellst das Ding an und die Farben passen. Achso, das ist mir auch noch so ein Ding. Es kostet einen neuen Fernseher, das Erste, was du machst, Einstellung, alles ausschalten. Alles ausschalten. Alles ausschalten, alle Effekte, alle Filter, alle Optimierungen, alles raus. Und dann hast du ein Bild, irgendwie, wo du denkst, okay, damit kann ich leben. Und dann fängst du eben an, bei diesen ganz billigen an den Farben zu drehen. Ja. Ja, die sind dann irgendwie... grünstichig oder so. Oder die Gesichter kriegst du dann auf den Geräten nicht neutral hin. Also Gesichter ist ja immer so kritisch. Ja. Deswegen meine ich, ein guter 4K würde ich denken, ja, 1500. Und was sind das für Geräte, die man da haben will? Hast du da was im Kopf?
Firmen? Nee. Ich glaube, alle großen. Alle, ja. Okay. Also, aber also der Preisklasse kann man dann sagen, das taugt was irgendwie. Naja, gut, aber das heißt, 4K kommt. Also, da ist sozusagen das. Genau. Wird, das also, das, wir haben letztes Jahr noch jetzt, überlegt, ja. Kommt es oder ist es wie 3D oder so? Aber nee, das ist, glaube ich, das ist komplett durch. Das ist einfach so. Das ist ein No-Brainer. Ja. Und okay. Ja. Wie ist denn das, Volker, mit den Übertragungen? Wie kommen denn die Bilder darauf? Tja, also im Moment, das habt ihr eben schon angesprochen, im Wesentlichen über Streamingdienste. Ne? Also ich habe mal recherchiert, was denn die anderen Möglichkeiten so bringen. Also die klassischen TV-Verbreitungswege sozusagen, da gibt es im Moment eigentlich nur Experimente über Satellit. Also wenn es jetzt speziell um 4K geht, da gibt es halt bei Sky Demo-Kanal. Ab und zu mal Geschichten, dann gibt es bei Astra Demokanäle. Die Überlegung ist halt irgendwann, dass Kabel nachziehen wird. Aber wann das passiert, ist überhaupt noch völlig unklar. Und wenn man jetzt mal absieht von den Pay-TV-Angeboten, muss man sagen, die normalen Sender, ARD, ZDF und so weiter, da sieht das ganz finster aus im Moment. Aber das Ding ist doch auch, was ich mich immer frage, ist, hat dieses Broadcasting überhaupt noch eine Zukunft? Also du hast jetzt DVB-T HD, ja. Also wo du dann auch über Antenne HD bekommst, aber die Investitionen und die Infrastrukturveränderungen, die diese Broadcaster, sei es über Satellit oder Kabel oder Antenne machen müssen, um 4K zu transportieren, sind so enorm verglichen mit einem Internetdienstleister wie Netflix, der sagt, hey, wir haben hier 4K-Datei, wir passen unsere App an, ja, klar. Und dann fluppt das, wenn du Internetbandbreite hast. Und schon sind die auf 4K aber da hast du genau das gesagt, wenn du Internetbandbreite hast. Genau. Wie viel brauchst du? 25 Mbit runter. 25 Megabit ja. Mindestens. Für 4K sagen, runter, ja. Also damit es dann auch sicher läuft. Also du brauchst genau. VDSL, aber mit VDSL funktioniert es dann, oder ja, wie? Ja, das ja? Geht. Ja, ja. Okay. Oder halt, was es gibt ja jetzt die von Kabel Deutschland und ja, so weiter, die haben dann 100 Mbit sogar oder genau. 50. Ja, wobei Nico da ja gesagt hat, es gab Probleme. Es gibt immer mal Probleme, weil die ja, wie würde Ernst Ahlers sagen, das ist ein Shared Medium, wenn man auf dem Kabel unterwegs ist und abends sind zu viele unterwegs und dann geht's knickt halt die Bandbreite ein. Ich glaube, es hat jeder Kunde, der Kabel-Internet benutzt, schon mal erlebt, ja. Dass er plötzlich statt seinen 100 oder 50 Mbit nur noch 20. 10 hat 10. Oder noch viel, viel weniger. Das hat man in der Regel beim normalen DSL nicht. Ja. Das läuft da in der Regel stabiler. Und glaubst du denn, dass diese Broadcast-Sachen Zukunft haben? Also, habe ich eben schon mit jemandem drüber diskutiert. Die Sache ist halt, wir sind da sicherlich nicht ganz repräsentativ, muss man einfach sagen, als Zielgruppe. Es gibt natürlich ganz, ganz, ganz viele Leute, die nach wie vor einfach diesen klassischen Weg gehen, die auch so erreicht werden können, die eben auch keine große Internetbandbreite haben. Also da ist spätestens dann ja bei 4K schon mal Schicht, aber auch HD-Streaming und so geht ja längst noch nicht überall. Und HD-Gucken über Satellit ist halt eine total einfache Sache. Ich nagel mir einen Satellitenempfänger ans Dach, mache den Fernseher an und kann gucken. Das ist halt sehr einfach. Ich muss mich nicht drum kümmern, dass ich irgendeine Verkabelung habe fürs Internet und so weiter. Ich muss da nicht viel tun. Naja, aber um da dann HD im Privaten zu sehen, brauchst du dann schon wieder so einen Receiver und dann musst du zahlen. Da wird es also dann komplizierter. Einfach finde ich das jetzt auch nicht. Nee, einfacher wird es nicht, aber sagen wir so, es ist noch so weit alte Leute kompatibel, zumindest, dass es sagt, okay, du bezahlst da deinen jährlichen Obolus, steckst diese Karte rein und kannst gucken. Wenn die Leute womöglich auf die Idee kommen, aufzunehmen, wird es ja schon ganz haarig. Aber sagen wir so, technische oder sagen wir mal, ja, so rein technische Gründe gibt es eigentlich nicht, warum das noch länger existieren sollte, wenn du Bandbreite hast. Wenn ich Bandbreite habe und wenn mir das ganze Internet nicht verstopft wird. Ne? Also das kommt natürlich erschwerend hinzu. Wenn ich lauter On-Demand-Angebote habe. Wir haben das ja gesehen mit Netflix dann, in den USA. Ja, dann hat man irgendwann, ja. Die machen ja, ich glaube, ja, am Abend ein Drittel des gesamten Traffics. Ja. Ungefähr das, was früher BitTorrent gemacht hat, macht heute halt Netflix. Und das steigt halt enorm. Und die müssen halt enorm ausbauen. Und das ist natürlich beim Broadcasten immer noch eine andere Nummer. Weil die halt zeitgleich Signale ausstrahlen. Man könnte über Multicast, wenn das Internet Multicast-fähig wäre, komplett, könnte man das über das Internet distribuieren und dann hätte man die Live-Kanäle zumindest alle. Bisher ist es so, dass das nur in den IP-Netzwerken von der Telekom, Vodafone und so weiter funktioniert, dass die sowas anbieten können, dass das per Multicast geht. Ansonsten würden sich auch die Bandbreite komplett verstopfen. Je mehr du also On-Demand machst, desto problematischer wird es. Man hat das gesehen. Ich hatte eine Zeit lang Watch Ever. Samstagabend, 8 Uhr, konntest du knicken, kannst du nicht gucken. Ja. Kam nichts an, war vorbei und dann habe ich es gekündigt. So, ne? Da hast du halt die Probleme und deswegen, die Broadcast-Architektur ist von sowas halt nicht
oder nicht anfällig auf solche Probleme bisher. Aber die haben halt das Problem, das reicht ja nicht zu sagen, selbst wenn jetzt ein Sender sagt, so, ich mach das, dann geht das nur wie bei Sky und Co., die nämlich eine eigene Infrastruktur haben. Die sagen so, wir machen das jetzt und wer das gucken will, der zahlt noch mehr und kriegt einen anderen Receiver. Und das kann ich aber nicht machen, wenn ich ARD oder ZDF bin. Weil, ich sag mal, schon der letzte Rundfunkgebührenerhöhungsantrag ist wieder mit einem Riesengeschrei begrüßt worden. Und nur so können die diese ganzen Sachen voranbringen. Und die können Receiver ja nicht sagen, kriegen, jetzt wechseln. Der neue Receiver bringt dann Multicast sozusagen. Oder was ist der Vorteil? Nein, das wäre ja, die würden ja die bisherige Broadcast-Architektur nutzen. Ne? Also bei den Sendern, die sind ja erstmal unabhängig von den Wegen. Aber das Typische ist ja jetzt gerade zum Beispiel bei dem DVB-T 2 HD. Da müssen die halt dafür sorgen oder deren Infrastrukturanbieter, dass die Sendemasten alle da sind. Ne, und dann kann man halt auch nicht, dann ist es halt auch schon bei diesem DVB-T HD2, Gott, dieser Name, nee, DVB-T 2 HD, so rum, ist halt schon das Problem, dass die auch sagen, so, jetzt führen wir nämlich einen neuen Codec ein, die benutzen auch HEVC. Das bedeutet, alle, die das gucken wollen, brauchen eine neue Box. Und das bedeutet prinzipiell, wenn wirklich 10% der Deutschen gucken würden, dass man halt irgendwie einen riesen Sack an neuen Geräten da reinbringen muss. Und das will natürlich keiner. Und das ist halt, wenn ich so eine geschlossene Infrastruktur habe, viel einfacher. Und wenn ich Netflix oder was weiß ich, Amazon bin, dann sage ich, wir bieten das an und wir kooperieren mit diversen Anbietern, dass sie das halt auf ihre Geräte bringen. Und vielleicht bringen sie auch irgendwann noch Geräte, die das selbst können. Und ich sag mal, das ist ein bisschen überfällig im Moment, ne? Dass das jetzt noch passiert. Und was bieten denn die Dienste Amazon, Netflix als 4K? Wie viel ist das? Also bisher ist es noch übersichtlich. Einfach irgendwann muss man einen Anfang machen. Die haben halt gesagt, so, wir machen das jetzt. Netflix ist ja irgendwie mit House of Cards vor allem gestartet, hat jetzt ein paar mehr. Ich sag mal so, Serien, so ihre zwei, drei Dutzend Serien ihre gibt es. Produzierten ja. Sachen. Vor allem eigene oder co-produzierte Sachen. Und bei Amazon ist es ähnlich, also sie haben noch nicht ganz so viele Serien, muss man immer mal selber abzählen, haben aber auch teilweise Filme, das ist ja bei Netflix immer so ein bisschen dünn besiedelt und in 4K sowieso, dann gibt es bei Amazon gibt es halt so, weiß nicht, 40 Filme, das ist jetzt auch noch nicht viel und davon sind 15 welche, die man kaufen muss, also die kann ich nicht mieten. Die muss ich kaufen, dann zahle ich da irgendwie 30 Euro, dann habe ich so einen Film, den ich dann aber nur on demand übers Internet abrufen kann. Weiß nicht, bin ich kein großer Fan von. Ich habe immer das Gefühl, ich habe dann gar nichts. Irgendwie fehlt mir da was Haptisches vielleicht, aber ich glaube, dazu kommt es nicht mehr. Die Blu-ray, Ultra HD Blu-ray, genau. Da habe ich eben dran gedacht bei deiner Frage, was ist denn mit den ganzen Broadcastern, braucht man das überhaupt noch? Das haben wir uns ja gefragt. Braucht man wirklich noch einen Player? So ein Scheiß. Wir sind doch, das ist doch oldschool, ne? Ja. Alt, aber wenn du die Bandbreite nicht hast und wenn du die Filme nicht nur leihen willst, sondern gucken, wann du willst, jederzeit, ohne das, ne? Ich muss nicht immer neu und so, dann will ich vielleicht doch so eine Scheibe. Ja, vor allen Dingen, wenn man mal gesehen hat, zumindest das jetzt war bei mir ein Jahr her, du guckst. In dem Fall war das jetzt noch Full HD Stream. Oldschool. Und Full HD von der Blu-ray. Ja, die Qualität ist konstant. Die Qualität ist ist eine andere Liga. Ja. Ja. Und das wird bei diesen Ultra-HD-Sachen nicht anders sein. Die werden die tollen Farben haben, die haben eine feste Bandbreite. Aber das klingt mir eher nach so einer Video oder nach so einer, wie heißt das, Super-CD, Super-Audio-CD. Also wo so die Vollnerds, ja, die dann noch so HDR und Riesen-Beamer und so, die schieben sich dann noch so eine Ultra-HD, HD-DVD, Blu-ray da rein. Also ich bin inzwischen nicht mehr sicher. Ich war echt, hab gedacht, was für ein Unsinn. Hab immer zu Nico gesagt, das wird nichts, da kommt nichts. Jetzt mit der Blu-ray, mit der Ultra-HD Blu-ray. Aber jetzt denke ich, hab mit mehr Leuten so gesprochen. Die Leute wollen das haben. Das wird jetzt nicht der Massenmarkt. Und das ist auch tatsächlich ein vorübergehendes Medium. Das glaube ich auch. Also wenn der Internetausbau so ein bisschen weiter voranschreitet, dann braucht man das nicht mehr. Aber bis dahin ist es, glaube ich, ein Markt. Ja, es kann aber sein, dass es trotzdem weiterhin angeboten wird, eben weil man da eben anders war. Also ich kann halt sagen, okay, du kaufst dir jetzt bei, keine Ahnung, Amazon halt einen so einen 4K-Film, den ich nur on demand abrufen kann. Da muss ich dann 30 Euro vielleicht bezahlen. Bei so einer Ultra
HD Blu-ray Disc, mein Gott, diese Namen. Ist es, also irgendwann ist dann sowieso Schluss, weil noch bekloppteren Namen kann sich keiner merken, dann kann man gar kein weiteres Medium mehr bringen. Da ist es dann so, da kannst du immer noch mal hingehen und sagen, ey, für den Liebhaber mach jetzt die Special Edition, ja, mit schönen, genau, Büchlein, mit Bonusmaterial, du hast was Haptisches und dafür verlange ich 50 Euro. Und allein deswegen werden sie das machen. Ich kann es verschenken, ich kann, genau, es mitnehmen zu Freunden, zum Gucken. Ja. Also das wird der Grund sein, deswegen das wahrscheinlich nicht ganz so in die Hose geht, ja, wie SACD und DVD Audio. Nein, aber ich denke, es wird ein Nischending bleiben. Also es wird nicht die Masse sein. Es wird nicht mehr die Masse. Genau, es ist ja jetzt schon wie der DVD-Player. Genau, bei DVD war es ja enorm, das war ja der Knaller schlechthin. Hatte jeder, genau. Dann Blu-ray war schon nur noch so, naja, und jetzt bei Ultra HD Blu-ray wird man sagen, ja. Gut, höchstens, wenn sie die Blu-ray einstellen. Ne? Sagen, ja, oder andersrum, wenn sich jemand im nächsten Jahr einen neuen Player kaufen will und der liegt preislich nicht so weit entfernt vom normalen Blu-ray-Player, der Ultra-HD-Player, dann kaufe ich mir den, da kann ich die anderen Scheiben auch alle abspielen. Da kann ich ja auch Blu-rays und DVDs und CDs und so abspielen. Das kann sein. Dann bin, ja, ich auf der sicheren Seite, habe vielleicht irgendwie einen Huni mehr ausgegeben, aber. Ja, ich glaube, diese Streams werden für die Masse good enough sein. Das wird nicht das perfekte Bild sein, aber es wird ausreichen für den Abend, um das einzuschalten. Was ich mich aber immer noch frage, ist, ob den Öffentlich-Rechtlichen und auch vielleicht den Privaten klar ist, welche Konkurrenz sie da so inhaltlicher Art über die Anbieter haben. Weil die Apps von Netflix und Co. sind um Größenordnung besser als das, was ARD und ZDF in der Mediathek anbieten. Die Programmierung, wissen wir, Serien etc. Sind wesentlich besser. In verschiedenen Sprachen, mit verschiedenen Untertiteln, das funktioniert alles viel besser. Nicht immer, oder? Nicht immer, ja, aber. Nicht immer, aber es gibt es überhaupt. Sagen wir mal so, im Prinzip ist es ja, wer schon als Kind Wiki und Co. geguckt hat, der weiß ja eigentlich, dass das ZDF zum Beispiel schon seit mindestens 30 Jahren, wahrscheinlich ja vorher schon auch, mit Produktionsgesellschaften zusammenarbeitet und die Sachen weltweit vermarktet. Die machen das ja eigentlich schon lange so, wie Netflix jetzt überhaupt erst anfängt. Die haben ja ganz viel selbstproduzierten Content. Die haben wahnsinnig viel verkauft über ihr ZDF Enterprises, sozusagen über die Tochterfirmen. Im Prinzip haben die das alles. Sie haben nur, glaube ich, für eine viel, viel breitere Masse bisher produziert. Und Netflix hat natürlich gezielt im Moment investiert, auch um in den USA vor allem zu punkten bei, weiß nicht, halt diesen ganzen Geschichten wie die Emmy und so weiter, dass sie da sagen können, hier, wir haben hochqualitativen Content, das sind so Vorzeigedinger und dann gibt es noch Sachen, die sind vielleicht nicht so doll, wobei ich sagen muss, ich habe schon erstaunlich viele gute Serien gesehen, die aber nicht für den normalen Markt gedacht sind. Also das sind Sachen, die sind wie beim Pay-TV produzierte Sachen auch, Canal Plus macht das ja auch, Dinge, die eher an Erwachsene sich richten, die auch bereit sind, Geld auszugeben, wo die sagen, okay, das ist einfach zu hart auch fürs normale Fernsehen, was da gezeigt wird, in der Fassung, wie wir es zeigen wollen. Deswegen glaube ich, ZDF und ARD und so weiter, die haben da durchaus Erfahrung, die schlummern aber so ein bisschen, sage ich mal, und die sind halt nicht, also die haben bisher sich noch nicht um diesen IP-Weg so wirklich gekümmert. Die haben ja auch teilweise andere Probleme, dass sie das rechtlich gar nicht unbedingt dürfen. Die können nur über ihre Töchter die ganzen Sachen verkaufen oder als DVD mit Ausnahmen und so weiter. Ansonsten heißt es hier öffentlich-rechtlich finanziertes Fernsehen, das geht so nicht. Ihr seid ja eben nicht so ein kommerzielles Unternehmen wie Netflix, Amazon und Co. Ne, deswegen haben die haben ganz andere, ein anderes Korsett, in dem sie arbeiten müssen. Ne? Die dürfen das teilweise nicht, deswegen geht das nur so. Wer es gut macht, ist, glaube ich, die BBC. Ja, die BBC hat sehr viel, da gibt es auch ganz viele der sehr guten Serien, die man bei den Video-on-Demand-Anbietern sieht, sind von der BBC produziert und die produzieren weltweit in verschiedensten Ländern und haben exzellente Serien. Diese Auflagen nicht, die dürfen auch übers Internet gehen. Genau, die BBC ist da nicht so eingeschränkt auf jeden Fall. Ne? Also das müssen sich, glaube ich, unsere öffentlich-rechtlich noch mehr erkämpfen, damit sie da eine Chance haben zu konkurrieren. Das ist halt die Frage, ob sie es überhaupt sollen. Wenn man sagt, die haben eigentlich einen Grundversorgungsauftrag, weiß man gar nicht, ob die das müssen. Können ja auch irgendwann nur noch Nachrichten machen. Oder so, weiß ich nicht, als Grundversorgung. Aber die Grundversorgung soll ja auch Musikantenstadel und Co. sein. Eine Kategorie, über die wir noch nicht gesprochen haben, sind diese, sag mal, Zusatzboxen. Na, also Fire TV, Apple TV und was da nicht so alles noch gibt. Was sind da gerade so die Sachen, die man so haben will? Ja, im Moment ist es ja so, dass ziemlich genau vor einem Jahr hatte ja Amazon für Deutschland die Markteinführung von Fire TV angekündigt und damit ziemlich, habe ich so das Gefühl, den Markt aufgerollt, ja. Weil
es bis dahin in Deutschland keine Markenanbieter gab. Und dann gab es natürlich bei Amazon noch so das Log-Angebot, ne? Für Prime-Kunden total billig. Da haben natürlich fast alle, ohne nachzudenken, draufgeklickt und gekauft. Du musst doch mal erklären, was das genau ist. Was mache ich genau damit? Also Fire TV ist halt so eine Streaming-Box, die halt vor allem natürlich auf die Amazon-Angebote gepolt ist, aber vor halt auch andere reinlässt. Nee, nicht ausschließlich. Man kann da Apps nachinstallieren, da läuft eigentlich ein Android drauf, aber unter der Fire OS-Oberfläche. Ne? Genau wie bei den Kindle-Tablets läuft da halt ein angepasstes Android, das halt auf Amazon gemünzt ist. Man hat eine Sprachsuche zum Beispiel da drin, kann also im Prinzip sich sparen, ständig durch irgendwelche Listen zu navigieren, sondern geht halt wirklich und sagt hier Herbert Grönemeyer oder was. Da spreche ich in die Fernbedienung, okay. Die ist mit Bluetooth angeschlossen. Also muss auch keine Direktsichtverbindung haben. Nee, genau, ich quatsch da einfach rein. Drück halt drauf, rede und dann findet der erstaunlich gut die Sachen in der Regel, wenn sie denn im Amazon-Angebot enthalten sind. Und kann ich mir dann eine Netflix-App auf dem Fire TV installieren? Die ist schon vorinstalliert. Also die war schon von vornherein drauf. Was unterscheidet den Fire TV vom Apple TV? Fire TV vom Apple TV unterscheidet in erster Linie, dass du Apps nachinstallieren kannst, dass du Spiele drauf spielen kannst. Der ist relativ performant, da ist so ein Quad-Core-Ding drin. Das Apple TV ist halt eigentlich inzwischen maßlos veraltet und alle warten ja darauf, dass jetzt ein neues kommt. Ne? Also wenn nicht jetzt, wann dann, könnte man sagen, aber ja. Apple hat schon ganz oft diese Chance dann verstreichen lassen. Man geht jetzt wieder sehr, sehr stark davon aus, dass zusätzlich am 9. September halt neben iPhones eben ein neues Apple TV angekündigt wird. Muss man sehen, ich sag mal, ohne Sprachsteuerung und vielleicht Siri-Integration und der Möglichkeit, Apps zu installieren, brauchen sie eigentlich nicht zu kommen. Ja, sogar nicht weil dann anfangen, hat nämlich Amazon den Markt in der Hand, es sei denn, man ist ein Apple-Fanboy. Und dann gibt es natürlich auch noch Google. Die haben den Nexus-Player gebracht. Das ist, wenn ich böse bin, sage ich immer, das ist das gleiche wie das Fire TV in rund. Weil es ungeheure Ähnlichkeiten gibt. Also man kann Spiele installieren, es hat eine Sprachsuche. Android. Es sieht alles sehr, sehr ähnlich aus. Es ist ein Android, das Android TV drunter. Die haben das angekündigt, bevor Amazon seins draußen hatte auf dem Markt. Dann hat Amazon sie quasi auf der rechten Seite überholt und das Ding schon da gehabt. Und als dann Google auf den Markt kam und dann noch den Preis von 99 Euro aufgerufen hat, haben alle gesagt, ja. Und was soll ich jetzt damit? Amazon hat es mir schon geliefert. Der Preis ist jetzt, glaube ich, so um die 80. Also der war am Anfang eigentlich Normalpreis, war, glaube ich, auch 99. Der ist aber vor allem an die Prime-Kunden, glaube ich, damals für 39 oder 49 verkauft worden zur Einführung. Und dann gibt es noch den Fire TV Stick. Das ist quasi die Amazon-Replik auf den Chromecast-Stick von Google. Der ist halt ganz lange bei Amazon und bei anderen Online- Händlern quasi die Nummer 1 in den Verkaufscharts Elektronik gewesen, weil der nur 35 Euro kostet und du halt über dein Smartphone das bedienen konntest und beschicken konntest. Also quasi den steckst du in den Fernseher, in HDMI-Eingang und schickst halt zu diesem Stick von deinem Smartphone Inhalte, die auf deinem Smartphone laufen. Und das Ding war halt billig, hat gut funktioniert und das hat Amazon dann mit dem Fire TV-Stick gekontert, der war irgendwie 5 Euro teurer. Für Prime-Kunden wieder nur 20er oder sowas und konnte sich auch per Fernbedienung steuern lassen. Und also der ist aber auch nichts weiter als ein Empfänger für Inhalte von deinem... Genau, ja, da kannst du auch Spiele, also ein abgespecktes Fire TV ist das sozusagen. Ist halt nicht so performant, deswegen geht nicht alles. Aber das gibt es und die sind jetzt quasi, Google ist ein bisschen nachgetrottet sozusagen, aber die sind jetzt quasi alle ein Jahr auf dem Markt. Und wenn man sieht, dass Amazon auch 4K macht, ich sag mal, irgendwann wird da irgendwas Neues kommen müssen und wenn Apple jetzt was Neues bringt, werden die wahrscheinlich vielleicht auch sagen, hey, iTunes 4K, wir sind hier ganz vorne dabei und wie man Apple kennt, haben die dann gute Deals. Mich würde es nicht wundern, wenn Apple auch in den 4K-Markt mit einsteigt. Was hast du denn zu Hause bei dir unterm Fernseher stehen? Amazon. Amazon. Und bist also du zufrieden? Einmal, ja, sehr. Ich bin Prime-Kunde gewesen. Ja, gut. 49 Euro. Ja, klar. Ah, 49. Ja, ich hab gleich mehrere. Ich habe noch ein alt hier so von Western Digital, so eine Streaming-Box. Da gab es ja das WDTV, genau. Ja. So ein Ding habe ich noch. Das benutze ich so gut wie gar nicht mehr. Benutzt du das? Nee, nein, tue ich nicht mehr. Das war früher für die eigene Sammlung. Ja, ja. Das können die anderen jetzt auch. Dann habe ich einen Chromecast-Stick, alleine aus beruflichen Gründen und zusätzlich Fire TV. Also ich kann über alle Kanäle sozusagen gucken, wenn ich will. Und brauche auch kein Fernsehprogramm. Was nutzt du denn? Am Ende den Fire TV, oder? Ich nutze sehr häufig Fire TV, aber es ist immer sehr unterschiedlich. Zum Beispiel gestern haben wir einen Film leihen wollen. Den gab es bei Amazon nur zum Kaufen. Okay. Und da habe ich gesagt, ich bezahle doch, wie gesagt, keine 13 Euro für einen digitalen Video-on-Demand-Film. Bin ich bescheuert? Dann habe ich bei Google geguckt. Da gab es ihn für 2,99 zum Leihen. Also benutze ich einen Chromecast. Ja.
Also das geht alles. Okay, ideal, den hast du dann aber auf dem Smartphone ausgeliehen. Genau, auf dem Smartphone ausgeliehen und dann wird der halt ja rübergeschickt. Und du hast den nicht auf der, auf dem Fire TV ausgeliehen, per Fernbedienung. Das ist ein bisschen genau, so eine Interface-Frage. Genau. Ja, genau. Ne? Und das ist halt immer der Notnagel. Es ist in der Tat viel bequemer mit der Sprachsuche. Zack, Film ist er da. Ja, anklicken, ja, fertig. Auch das Menü und so, das ist alles übersichtlich. Das ist alles ziemlich fix. Da hat sich Amazon wirklich Gedanken gemacht. Bei Google ist es genauso fix. Den habe ich nur zufällig nicht, weil mir zu teuer war. Aber ich verstehe das. Ich verstehe, also das Konzept dieser Setups, also dieser Boxen, das ist mir dann, die Boxen musst du, okay, per Sprache bedienen ist ein Fortschritt. Ne, ja. Du hast es auf einem großen Bildschirm und kannst es per Sprache bedienen. Ansonsten würde ich doch denken, wir alle sind so vertraut mit dieser Smartphone-Bedienung. Ne, Netflix-App öffnen, Amazon-App öffnen, pipapo, du leistest da per Klick was aus und wirfst es dann an den Fernseher. Ist das nicht die... Also sagen wir so, ich musste es heute, weil meine Tochter den Film nochmal gucken wollte, meiner Frau erklären, wie es geht übers Telefon, weil die es noch nie gemacht hat. Und dabei ist mir aufgefallen, was man alles machen muss, um da dran zu kommen. Bei dem einen drücke ich auf die Fernbedienung, der Fernseher wechselt dorthin. Ich sage, Film XY, zack, der ist entweder da oder nicht und ich bin direkt da. Jetzt, wenn ich das zum Beispiel bei Chromecast mache, dann muss ich erstmal mein Smartphone aus der Tasche fummeln, Google Play aufmachen, Filme, den Film suchen, nicht per Sprachbedienung, ich meine, kann man auch versuchen, aber funktioniert dann in der Regel auch so gut wie bei Amazon zugeben, aber komme ich meistens gar nicht drauf, also suche dann diesen Film, muss dann nochmal klicken, mein Passwort nochmal eingeben in der Regel, weil ich natürlich nicht alles gespeichert habe, dauert viel länger und dann muss ich noch drücken an Chromecast senden. Das ist umständlicher. Es ist ja nicht so, dass ich einfach nur so wische und das ist dann also da drauf. Also das ist umständlicher aus der Sicht eines normalen Fernsehzuschauers, der seine Fernbedienung hat und sagt, erster, zweiter, dritter. Mhm. Na, und ich sage einfach den Film und dann Guckst ARD und schaltest dann auf deinen deinen Fire-Eingang um und sagst, jetzt... Mal brauchst du gar nicht. In dem Moment, wo du die Fernbedienung auf das Mikrofon drückst, schaltet der automatisch. Genau, dank HDMI, geht das. Ne? Und du drückst auf deiner Fernbedienung aufs Mikro, sagst den Namen des Films, der zeigt, dass du sagst, okay, und los geht's. Okay. Und das ist sowas, was man will. Das ist in der Tat so, ist es richtig gut. Das sind also Amazon und auch Google zugegebenermaßen, die dann auch noch übergreifender suchen können. Bei denen funktioniert das erste Mal diese Sprachsuche ordentlich. Und funktioniert denn die Sprachsuche auch auf dem Fire TV in Netflix? Nee. Das ist auch nicht, sobald du dieses Imperium des jeweiligen Anbieters verlässt, auch die Mediatheken zum Beispiel kann ich nicht per Sprache durchsuchen. Mediatheken, die öffentlich-rechtlichen sind auch installiert? Okay. Also ich kann mir quasi einen kompletten Smart TV mit dem Ding bauen und wenn ich aber in dem Moment sage ARD Mediathek, dann zeigt er mir noch an, wo sie ist, aber den Rest muss ich dann wieder anders machen. Ich denke, das muss auch der nächste Schritt sein. Also abgesehen von 4K, alleine weil sie es anbieten wollen, dass das in die Apps integriert werden soll. Amazon hat so einen Schritt gemacht bei diesem Amazon Echo. Das ist ja dieser Lautsprecher, der für Home Automation und so gedacht ist. Den mag ich sehr gerne. Na, der steht bei mir halt. Der ist halt sehr lustig. Ach, den hast du, oder was? Nein, nicht ich. Wir haben halt ein Gerät in den USA geordert und der spricht auch nur Englisch oder sie vielmehr, die Alexa. Und da habe ich das jetzt natürlich verfolgt, wegen der Berichterstattung, die wir darüber machen. Und die haben dafür die APIs jetzt freigegeben. Die wollen explizit, dass da andere mit reinkommen. Und ich gehe mal davon aus, dass sie das bei den anderen Segmenten auch machen. Wahrscheinlich ist das die gleiche Engine, nur quasi auf die Sache zugeschnitten bei dem Fire TV. Und bei Google wird es, denke ich, auch so sein. Die werden übergreifend das Ganze machen und dann wird es halt nett. Andererseits wird man dann das Problem haben, dann könnte es auch in der Ergebnisliste etwas unübersichtlich werden, wenn plötzlich jede App irgendwas zurückspuckt. Wenn ich sage, hier... Keine Ahnung. Tom Hanks, und er macht so Brup und ich habe von 15 Apps die Angebote. Sowas bieten ja tatsächlich einige Smart TVs schon an, dass du den Namen sagst und dann zeigt er dir, was im Fernsehen mit dem Schauspieler kommt, ob irgendwie Netflix irgendwas zeigt und so. Und das funktioniert gut? Naja. Smart TV halt. Auf Smart TV Niveau gut. So. Weil das ist ja, ich nutze immer noch so eine iPhone-App, Wer streamt es, heißt sie sozusagen, da kannst du gucken, wo ist denn nun dieser Film, aber das ist das, was eben die Fernsehhersteller auch machen wollen. Das wäre natürlich auch nett. Das, finde ich, sollte auch in solchen Boxen schon mit integriert sein. Ja, aber als die Dienst, machen natürlich sich dann selber Konkurrenz. Jetzt ist es so, du fragst und Amazon sagst, hey, habe ich.
Die ja, werden, ja, na klar. Die finden natürlich nicht witzig, wenn sie dann sagen müssen, ja, zeigt heute Abend die ARD oder umsonst. Ich denke, mal, es wird dann immer noch ganz oben also, angezeigt werden. Wir haben gerade eine, wir sind gerade auf, live auf Sendung. Vielleicht können wir das Moment verschieben. Halbe Stunde? Ja, okay. Okay. Was hier? Fragen Sie mal da drüben vielleicht einfach mal nachfragen. Sehr schön. Ja, gut, das ist okay. Ja, ist halt live. Ja. Ne? So ist das. Ja gut, aber das also dann ist dann Fire TV, kann man sich das jetzt kaufen oder ist es lieber also noch warten angesagt? Also wir haben jetzt über Fire TV, weil wir das beide haben. Ja. Naja, bei Google na gut, Nexus ich hab, auch so. Der Nexus Player ist, wie gesagt, da läuft das ja, genauso. Zum Beispiel die Sprachsteuerung im Android TV, also auf den Smart TVs. Wenn du da dich in diesem Google Imperium bewegst, funktioniert die Sprachsteuerung auch sehr gut. Und da gibt es auch schon erste Apps, die mit Ergebnisse zurückliefern. Ja, also ich kann mich erinnern, als ich sie getestet habe, da war Dailymotion als einer dieser Video, als eins dieser Videoportale dabei und das kann man zuschalten, wenn man die App installiert, kann man sagen, jo, du darfst Ergebnisse zurückliefern. Und dann funktioniert es zumindest so, dass die Ergebnisse von Dailymotion auch in der Ergebnisseite auftauchen. Okay, also ich habe noch ein Apple TV und merke jetzt so langsam, wie alt das Ding eigentlich ist. Weil warte mal, bis Mittwochabend mal genau, sehen. Genau, mal sehen, was Mittwochabend passiert. Wenn es nicht passiert, dann gibt es ja Alternativen. Aber halt im Moment eben diese beiden. Also Google und Amazon sind da ganz vorne dabei, eben weil sie beide auch ähnliche Geräte bieten und verblüffende ähnlichen Funktionsumfang haben. Ja, und umso mehr finde ich, wundert es, dass die Fernsehhersteller bei dieser Hardware und der Geschwindigkeit so lahm sind. Weil Amazon, Google, die haben ja kein Interesse daran, diese Hardware zu verkaufen. Damit machen die ja kein Geld. Sondern bin was ich nicht hier, sicher. Nee? Bin ich nicht sicher. Was natürlich, also bei Google ist es ja ganz klar, die haben es ja schon vorher mal mit Google TV versucht, das hat nicht funktioniert, weil es ein falscher Ansatz war. Jetzt machen sie Android TV und genau da, so wie es bei Philips und ein paar anderen Anbietern, die da mitmachen, der Fall Sony ist, könnte auch, es wirklich sein, dass da jetzt auch ein Umdenken bei den Fernseherstellern ist. Bisher haben die halt alles selbst entwickeln müssen. Samsung hat da natürlich Vorteile, weil sie halt auch, also ich weiß natürlich nicht, wie eng die zusammenarbeiten, die sozusagen die Zweige da aus dem Laden, aber die machen es einigermaßen ordentlich. Andere haben sich extra Betriebssysteme gekauft, wie LG mit dem WebOS. Die wollten da was machen und ich glaube, ich könnte mir vorstellen, jetzt könnte Google zumindest die Chance haben zu sagen, ey, wir liefern euch das Ganze, diesen ganzen Multimedia-Kram ums Fernsehen, selber kümmert ihr euch noch, den ganzen Rest machen wir und das könnte was sein, wovon sozusagen die Geräte profitieren. Aber da hängen wahrscheinlich auch ein paar politische Fragen. Das wollen die nicht, die sehen Autos, alle gleich die, aus und das geht die, dann nicht. Weißt du, die Experience an so einem Fernseher ist irgendwann wahrscheinlich die Software, so wie beim Auto. Also, habe ich neulich im Kino gesehen. Das war der erste Autospot von Volkswagen, in dem das Auto nicht zu sehen war. War kein Auto zu sehen, war nur Interface, super smooth zu bedienen. Ja, ja. Kein Auto zu sehen. Ja. Das ist das der unique selling point für die, zu sagen, wir haben eine geile Software, das bedienst du super, Navi, alles smooth. Auto, ja, gibt es auch noch dazu, ist Blech, aber wir haben diese Software. Und das war das erste Mal, dass ich das gesehen habe. Und die werden diese Software selber entwickeln wollen, weil sie sich nicht Google und das iOS haben ausliefern. Auch schon ausliefern. Schon deswegen das, haben sie Nokia gekauft sein, und so, ne, ja, weil sie diese Maps brauchen. Und ich glaube, bei den Fernsehern ist es auch so, das wollen sie nicht aus der Hand geben, dass das am Ende wirklich nur Bildschirm das kann ist sein. Mit ja, Google ja, klar, das kann sein. So, das kann sein, dass da, das, also das, ich sage ja, das sind, glaube ich, politische Fragen, die das Ganze bremsen könnten, aber was ganz klar ist für die Fernsehersteller ist, sie müssen dem ansatzweise ebenbürtig sein, genau, wie, das soll, wie die Hersteller, die dann doch Android TV machen zum Beispiel. Können sie sich ein bisschen ja was geben. Abgucken von Google, das wäre ja aber was. Das ist natürlich, man sieht selbst bei Google klappt das nicht alles immer so super, das ist alles nicht so leicht zu machen, ne? Und aber Apple ist natürlich da nochmal, die versuchen es am besten gleich ganz alleine. Naja gut, so bei Apple ist immer so, die bewegen sich nur in ihrem eigenen Dunstkreis, haben ihre Geräte, die kennen sie und so und haben ihr iTunes und die machen ja auch nichts anderes damit. Das können sie gut beherrschen, aber in dem Moment, wo du dich öffnest und sagst, ich mache auch von Google, ich mache auch von Amazon, ich nehme noch ein bisschen Netflix-Kram rein und so, dann kann ich nicht mehr sicherstellen, so wie Apple das jetzt macht, dass das alles zusammen spielt. Und das ist ja der große Vorteil von Apple. Das, die sagen einfach, bleib doch bei uns, dann funktioniert alles. Also im Prinzip ist es so, wenn man das mal festhält, die Silicon Valley und Auto hat ein ähnliches Verhältnis wie Silicon Valley und Fernsehhersteller. Ja. Oder? Kann man so sagen. Glaube ich schon. Also weil das die User Experience so dermaßen bestimmt, diese Software. Wobei ich das Gefühl habe, es wird
könnte für Silicon Valley einfacher sein, die Fernseher zu übernehmen als die Autos. Ich glaube, da steckt noch ein bisschen mehr dahinter. Also ich meine, du könntest ja sagen, okay, da kommt es wirklich sehr stark auf die Software an. Beim Auto muss ich immer noch fahren wollen. Da muss der Motor ordentlich sein. Und das ist halt nichts, was du kannst hier halt einkaufen, klar. Dann kauft sich halt Apple, keine Ahnung, Ford. Hat Apple gar kein Interesse dran. Naja, aber ganz alleine werden die kein Auto machen können. Nö, wenn aber die finden Hersteller, die das dann nehmen, die nicht so groß sind. Hier diese Tesla, die machen doch irgendwie, im Silicon Valley war ich jetzt im Sommer und da fahren diese Elektroautos, diese Tesla. Teslas. Unglaublich, unglaublich. So viele habe ich hier, ich glaube, im ganzen Jahr nicht gesehen. Das ist da ganz normal. Letztens stand einer vor einem Discounter. Das stimmt. Bei uns war die Tanke da. Auf der Autobahn auch einer überholt. Ja. Der ist fast gegen Baum gefahren. Ich dachte, was ist das denn? Was ist ich habe den gar nicht denn? Gehört. Wie geil ist das denn? So, ein Tesla. Ich sage, guck mal, ist ein Tesla und so. Alle so. Ja, ja und jedenfalls ja. Solche kleineren Hersteller, wenn, also da ist es doch für Apple ein leichtes, da reinzukommen. Ne? Bestimmt. Da jetzt nicht, das würde Google machen, weil die sind, aber kaufen Sie irgendeinen billigen Hersteller und dann machen Sie Ihre Autos. Können irgendeinen vor der Pleite retten. Gibt es ja so ein paar Fernsehhersteller, ja die Probleme ja, haben, die aber sehr gutes Know-how haben. Das ist ja jetzt kein Zufall, sagen wir es mal so, dass Philips auf Android TV setzt. Ne? Also weil Philips ist ja nur noch der Markenname, das ist ja längst nicht mehr in der Form. Da arbeiten zwar noch Philips-Leute mit dran, aber die gehören, tut es denen ja nicht mehr. Und klar, und da ist natürlich einfacher, sie nehmen dann Android. Ja, das beschleunigt auf jeden Fall die Entwicklung davon. Auf jeden davon. Fall, sonst also werden nicht mehr sie nur noch Anpassungen machen müssen. Das passt dann nämlich wieder zu dieser, weißt du, zu dieser Tendenz. In den USA war das ja immer so, Apple macht keinen Fernseher, weil sie halt dieses ganze... diese ganze Zulieferung nicht beherrschen mit den Kabelnetzen und wie kommt eigentlich das Programm da rein, wie kommt eigentlich Live-Sport da rein, das ist speziell in den USA so dermaßen verworren. Ja? Ja. Weiß nicht, wie sich das jetzt da ändert, aber wenn sich das zum Beispiel bei uns so ändern sollte, dass halt diese ganze Broadcast-Kram irgendwie sich mit der Zeit erledigt und du sowieso alles nur noch über Internet, über IP bekommst und du dann wirklich nur einen Bildschirm hast, auf dem eine möglichst gute Software läuft, die du per Sprache steuern kannst, wo halt die Anbieter drauf sind, die dir die Filme bieten. Du sagst, ich will Tom Hanks und der sucht dir halt den raus, den du haben willst, aus Netflix, aus Amazon, aus Apple und das funktioniert. Ja? Und du hast dann noch sowas wie Live-Sport, was die ARD ja auch mittlerweile streamt. Olympia haben die ja gestreamt. Das war ja alles da. Ne? Das ist in den USA dann nochmal ein bisschen anders. Aber je mehr das auf so eine App-Basis läuft, je mehr das muss ja gar nicht immer mal frei empfangbar sein. Also das muss es ja gar nicht sein. Du kannst ja einfach abonnieren dann so, in so einem Ding. Ne? Du kannst das HBO hat sich jetzt losgesagt von den Kabelbetreibern schon vor einer längeren Zeit. Ja, kannst du 15 Euro, kannst du HBO gucken, ohne Kabelnetz zu haben. Die Situation in den USA ist schon nochmal anders. Was man da frei empfangen kann, das ist natürlich ganz bitter. Ja. Also, so, na, deswegen das kann man nicht vergleichen mit hier. Und nur für den europäischen Markt werden die sowas nicht machen. Nicht. So, nein. Deswegen. Der wird für die amerikanischen Firmen immer die zweite Ebene erst spielen. Ne? Also der Heimmarkt ist da immer der wichtigste. Sonst brauchen sie nicht anzufangen. Okay, gut. Aber Mittwoch senden wir ja auch nochmal. Hier Apple. Genau, Mittwochabend. Keynote, genau, Mittwochabend 19 Uhr ab 18:30. Da wird sicherlich diese Fernsehgeschichte auch nochmal eine Rolle spielen. Ich bin sehr gespannt, ob Apple TV kommt oder nicht. Auf jeden Fall kommen wohl iPhones. Ne? Neue iPhones, aber nur neue iPhones können es jetzt eigentlich auch nicht sein. Ne? Vielleicht nicht. Mal gucken. Irgendwie mit Siri gesteuertes Apple TV wäre ja schon ganz cool. Also würde passen. Wäre auch das, was mindestens passieren muss, meiner Ansicht nach. Sonst brauchen sie gar nicht damit zu kommen. Ja, das ist vielleicht eine Überlegung. Entweder sie machen das jetzt, haben das hingekriegt oder sie bringen gar nichts. Und dann ist Apple TV tot. Bis auf Weiteres. Ja, klar. Also 4K finde ich, das müssen sie nicht machen. Das ist jetzt so ein bisschen optional. Das müssen sie nicht machen. Nee, müssen sie nicht, aber Apple wäre einer, der das durchaus wahrscheinlich könnte. Die haben... Warum sollten sie nicht? Die ganzen Verträge mit denen ja ohnehin schon geschlossen. Ja. Wahrscheinlich haben die auch schon eine Menge Material rumliegen in 4K, oder? Also ich meine, diese, oder? Diese ich weiß nicht, neuere selber Filme. Rumliegen nicht, aber also jetzt Hollywood selbst. Ja, Hollywood Weil selbst. Apple also hat ja nicht für Apple dürfte es doch kein Problem sein, von aktuellen Hollywood-Produktionen 4K-Versionen zu kriegen, oder? Man würde meinen, nicht, nee. Andererseits haben sie keinen Steve Jobs mehr, der immer mit der Faust auf den Tisch haut, um zu sagen, wir drücken das jetzt durch und wir machen es richtig für euch. Bin ich nicht so sicher, ob das
so klappt. Aber eine Sache fällt mir jetzt noch ein, die sollten wir nochmal ansprechen. Diese illegalen Downloads, also Piraterie. Haben wir da Zahlen, verlässliche Zahlen, wie sich so diese Korrelation entwickelt, Wachstum der legalen Streaming-Dienste und Download-Möglichkeiten versus... Okay. Also wirklich verlässliche Zahlen nicht, aber die Tendenz ist schon so, dass durch Netflix und Co. Der Markt da anfängt zu schwächeln. Also es gibt deutlich weniger Leute, auch die man so mal anspricht, mit denen man ins Gespräch kommt, die das noch machen. Ja. Also ne, früher war das ja, sind es immer in BitTorrent rein oder keine Ahnung, welche Dienste sie benutzt haben, das Usenet, und haben das alles runtergeholt, damit sie es dann entweder vorher gucken können oder eben irgendwas sparen können, was auch immer. Haben dann die illegalen Quellen angezapft und jetzt ist dann so, dass sie sagen, das ist ja eigentlich so günstig und das meiste kriege ich. Genau. Dann gucken sie vielleicht noch, das ist dann das Hochgefühl, dann gucken sie halt Netflix in den USA, also gehen über einen Proxy da rein, um dann direkt immer die neuesten Sachen gucken zu können. Aber ich glaube schon, das ist jetzt, diese Video-Flatrates sind das, was die Musik-Download-Portale für die Musikindustrie gewesen sind, dass da quasi, damit hat der Umbruch eingesetzt. Ja, ja, also die Musik Portale haben dazu geführt, dass es da besser geht. Da haben wir jetzt sogar ja noch Streaming zusätzlich. Das macht es vielleicht nochmal besser. Da ist dann eher das Problem mit den Künstlern, die kein Geld kriegen mehr. Und ich glaube, bei den Video-on-Demand-Diensten mit den Flatrates in der Qualität, wie sie jetzt bei einigen da sind, das bringt viele zum Umdenken und zu sagen, ey, dann zahle ich doch lieber 10 Euro im Monat, genau, anstatt da Stunden über Stunden in irgendwelchen illegalen Diensten rumzuhängen. Das werden sie vielleicht auch noch manchmal tun, aber ich denke, das ist der Weg, um da konkurrenzfähig zu werden. Zumal sich die Politik ja auch ein bisschen zu ändern scheint. Also bei mir war es zum ersten Mal so, dass ich Homeland war für mich so die erste Serie, wo ich gesehen habe, Sonntagabend, glaube ich, in den USA ausgestrahlt und am Montagabend im Original bei iTunes oder sowas. Wo ich dachte, okay, da kommen wir der Sache jetzt schon näher. Genau, so, das hat gerade, also iTunes hat das relativ häufig gemacht bei vielen Serien, haben die da die Verträge so gedeichselt gekriegt. Und selbst hier, ich glaube bei Sky gab es ja auch solche Modelle, dass man entweder im Original und manchmal sogar zwei Tage später. Ja gut, aber es war halt trotzdem, der Komfort war deutlich höher, als sich selber da krumm zu suchen, sage ich mal. Und wie gesagt, illegal ist es zusätzlich. So konnte man sich hinsetzen und sagen, okay, wenn ich ESK-Abonnent bin, habe ich es einen Tag später. Und manchmal gab es sogar so Geschichten, dass man es zwei, drei Tage später in der synchronisierten Fassung kriegte. Das ist dann natürlich, weil längst nicht jeder Englisch gucken will, total spannend. Okay, jetzt haben wir es, glaube ich, umfassend erschlagen, das Thema. Ein Fernsehspezial. Ein Fernsehspezial von der IFA, ausgerechnet. Ach, Zufall, Mensch. Ulrike Volker, vielen Dank. Gerne. Wir sehen uns wieder, wenn Sie mögen, morgen 16 Uhr, vierter Tag, live vom Heisestand in der Halle 17 von der IFA 2015. Thema, hast du Thema im Kopf? Thema bin ich nicht genau im Kopf. Doch einmal, ich wollte mal gucken, was sich so in Sachen weiße Ware tut, Home Electronics. Ja. Und dann kommt wahrscheinlich noch der Kollege Brieglepp nochmal vorbei, diesmal zum Thema Internet of Things, was sich da so tut im Moment. Genau. Und dann am nächsten Tag, ich habe mir jetzt gerade noch mal angeguckt, die Demo von HTC Vive, weißt du, die VR-Brille, die hier gezeigt wird. Da kommt dann der Kollege Jan Keno Jansen noch mal, nicht morgen, aber ich glaube Mittwoch, kommt da, weil... Also das ist nochmal so richtig VR-Special. Und das ist auch nochmal, finde ich, also das ist auch nochmal so ein Hammer-Thema, wenn man sich das anguckt, wo du dich wirklich frei im Raum bewegen kannst mit der Brille und so. Das ist schon das super. Ist nett. Also, das gibt's dann alles die kommenden Tage. Erstmal soweit. Vielen Dank fürs Zugucken. Das Video gibt's natürlich bei heise.de im Kanal von Heise auf YouTube. Und als Audio gibt's das auch bei mir auf der Seite, bei euch auf der Seite als Podcast. Also irgendwie in allen Lagen, in allen Formaten gibt's das. Nur nicht in 4K. Aber das kommt sicher noch. Aber daran arbeiten wir. Da müssen wir Johannes mal verpflichten, dass das alles in 4K macht, nur das Streaming wird dann teuer. Alles ich dachte, klar. Wir machen gleich VR. Okay. Bis dahin, alles Gute, bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao.